وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah yazzak, ya Sheikh. Allah yahfadak, ya Sheikh. Heute, inshallah ta'ala, fahren wir fort am Dienstag mit dem Hadith Nummer 23 vom Buch Die 40 Hadithe von Imam An-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Wir haben das letzte Mal mit diesem Hadith angefangen, liebe Geschwister, und werden heute insha'Allah ta'ala weitermachen. Der Hadith war folgender: An Abi Malik al-Harith ibn Asim al-Ash'ari radiyallahu anhu qal, qal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, at-tuhuru shatrul iman. والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. Bis hierhin haben wir das letzte Mal den Hadith behandelt. Heute werden wir inshallah ta'ala weitermachen. والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. Dieses werden wir heute behandeln inshallah ta'ala. Und wenn Allah uns die Kraft gibt, beenden wir den Hadith. Aber erstmal werden wir über diesen Teil sprechen. Ich wiederhole den ganzen Hadith von Anfang. So wird berichtet, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, die Reinheit ist die Hälfte des Glaubens. Was haben wir über die Reinheit gesagt? Die Reinheit meint nicht nur die körperliche Reinheit, sondern auch die innerliche Reinheit. Natürlich, viele Gelehrten haben zu diesen Teilen oder zu diesen Wörtern des Propheten sallallahu alaihi wasallam viele Erklärungen gegeben, aber wallahu ta'ala ala wa alam, das ist das, was an umfassender Bedeutung mit diesen Worten gemeint ist. Wir reinigen uns innerlich und äußerlich. Und weh dir, dass du zu denjenigen gehörst, die nur äußerlich sich schmücken wollen, aber innerlich verdorben bist, wie wir das bei vielen Leuten sehen. Und dieses ist nichts Besonderes, dass du dich äußerlich schmückst. Denn Allah Azza wa Jal, als er die Heuchler beschrieben hat, hat er gesagt, وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجِسَامُهُمْ. Und wenn du sie siehst, dann gefällt dir ihr Äußeres. Die Gelehrten sagen das Tafsir, so wie sie geredet haben, so wie sie sich gegeben haben, angezogen waren, ihr Äußeres gefällt dir. So wie viele Geschwister, die eine hat Niqab, wenn du sie siehst, sagst du, MashaAllah, Tabarak al-Rahman. Nach außen hat sie sich bedeckt, aber hat sie ihr Herz bedeckt? Hat sie die Herzenskrankheiten bekämpft? Schmutzigste Wörter, die nicht mal Kuffar sagt, bei Allah. Und ich kann das bezeugen. Schmutzigste Wörter. Mir fällt ein, ich hatte damals vermittelt, zwischen zwei Leuten, die hatten Eheprobleme gehabt, und die Frau hatte Niqab gehabt. Und es war klar, dass sie sehr ungehorsam gegenüber ihrem Mann war. Und sie hat das auch bestätigt. Zum Schluss habe ich dem Mann gesagt, entweder scheidest du sie oder du nimmst von ihr einen Vertrag, dass sie ab jetzt sich ändern wird. Sie hat das unterschrieben, alles drum und dran, dass sie in Gehorsamkeit ihm gegenüber weiterleben möchte. Und dann ist sie wieder zurückgefallen. Weil natürlich Heuchelei ist Heuchelei. Man kann nicht etwas, was man nicht machen will, gegen seinen Zwang machen. So ist das bei dieser Person gewesen, sie wollte es nicht. Auf jeden Fall, subhanallah, hat er sie ermahnt nach den Stufen vom Koran. Nach den Stufen vom Koran. Erstmal, wie ermahnen wir die Frauen? Indem wir ihnen ermahnende Worte sagen. Das ist die erste Stufe. Zweite Stufe, das ist alles vor der Scheidung. Man meidet sie im Ehebett. Dritte Stufe, man schlägt sie mit dem Miswat. Man tadelt sie mit einem Miswat oder sonstiges. Das sind die drei Stufen und die Gelehrten sagen, At-Tartib wajib, das heißt, dass man die Reihenfolge beachtet, ist Pflicht, wie Ibn Qudama rahimahullah ta'ala gesagt hat. Jetzt haben wir die zweite Stufe erlangt. Mit den ermahnenden Worten ist er nicht weiter vorangekommen. Dann blieb es, dass er sie im Ehebett meidet. Und als er das gemacht hat, hat sie zu ihm gesagt, eine Frau, die Niqab trägt, wenn du bald nicht zu mir kommst, dann gehe ich zum Nachbarn.
Wallah al-Azim, sowas würde nicht mal eine Kafira sagen. Und das war eine Frau, die bedeckt ist, mittlerweile nicht mehr. Möge Allah Azzawajal uns befestigen. Deswegen sage ich euch, man kann nach außen schön aussehen. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ. Und wenn du sie siehst, wen meint Allah Azzawajal hier die? Die Heuchler, das ist von Surat al-Munafiqun. Wenn du sie siehst, dann gefällt dir ihr Äußeres. Er hat eine Sunnahose und ein Bart. Wenn du ihn nach außen siehst, sagst du Allahumma barik. Die schmutzigsten Wörter. Und ich kriege manchmal mit, was so in Facebook und so geschrieben wird. Wal-iyadu billah. Könnt ihr das bestätigen? Wörter, die ein Mensch, der nur etwas, ein Funke an Glaube hat, niemals benutzen wird. Frage, was hat ihn der Islam genützt? Ah, Hauptsache er betet und er fastet. Aber diese Ibadat haben ihn ja gar nicht was beeinflusst. Diese Ibadat sind niemals in sein Herz hereingelangt, so dass er sich auch geändert hat anschließend. Und deswegen sagte Ibn al-Qayyim, rahimullah ta'ala, er sagte, ad-dinu kulluhu khuluq. Die gesamte Religion ist Charakter. Man zada alayka fid-din, man zada alayka fil-khuluq, faqad zada alayka fid-din. Derjenige, der mit viel Charakter zu dir kommt, ist auch mit viel Religion zu dir gekommen. Du kannst das eine ohne das andere nicht trennen. Und deswegen, liebe Geschwister, als wir darüber geredet haben, dass Alhamdulillah die Waage erschwert, und wir haben über andere Taten geredet, welche Taten erschweren noch die Waage? Unter anderem der gute Charakter. Er wiegt so schwer wie nichts anderes außer ihm. Diese Religion ist gekommen als eine äußerlich praktizierbare Religion, aber auch als eine innere, sich reinigende Religion. Das heißt, dass wir uns von innen reinigen, dass wir alle Herzenskrankheiten, die wir haben, vom Herzen schaffen. Natürlich, jeder von uns hat Gefühle und dies und das beschreite ich nicht. Nur, was wir wissen müssen, ist, dass wir als Muslime saubere, gute, angenehme Menschen sein müssen. Und wir kommen dazu, das heißt, dass man sich äußerlich reinigt und dass man sich innerlich reinigt. Und wir haben über Alhamd gesprochen, das heißt über Al-Dhikr. Und wir haben gesagt, der Dhikr ist sehr, sehr wichtig für den Menschen. Wenn du Dhikr machst, so ist das besser für dich, als wenn du was spendest? Gold und Silber. Allahu Akbar. Was für eine gewaltige Tat. Das bedeutet, dass dieser Dhikr, er hat natürlich ebenfalls einen Einfluss auf uns. Zudem wird er gewaltig belohnt bei Allah Azza wa Jal. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Und dass du Alhamdulillah sagst, dieses erschwert die Waage. Und hier hatten wir einen Beweis für was? Dass unsere Taten Yawmul Qiyamah gewogen werden, ein Gewicht haben. Jede Tat wird ein Gewicht haben. Wie? Allahu A'lam. Allah hat zu allem die Macht, subhanahu wa ta'ala. Jede Tat wird gewogen werden. Und wenn du Alhamdulillah sagst, so wird das ein extremes, ein gewaltiges Gewicht haben. Und deswegen der Schlaue, was macht der Schlaue? Er schaut auf die Hadithe mit dem gewaltigsten Lohn. Natürlich, es gibt Hadithe, da kriegst du einen gewissen Lohn. Aber dann gibt es Hadithe, da kriegst du viel, viel mehr an Lohn. Schaut mal jetzt, dass du nur Alhamdulillah sagst. Sag Alhamdulillah. Das erschwert deine Waage. Welche Dhikr-Arten erschweren noch extrem deine Waage? Was haben wir gesagt? La ilaha illallah wiegt so schwer wie zwischen wie Himmel und Erden und was dazwischen ist. Was wiegt noch extrem schwer? Sehr gut. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim. Wie der Prophet sagte, zwei Wörter, die Ar-Rahman gefallen, er liebt sie, dass du diese zwei Wörter sagst, diese Wörter werden ebenfalls gewichtet, Yawmul Qiyamah. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim. Ist das so schwer? Subhanallah. Was noch? Welcher Dhikr noch wird schwer gewichtet, so dass wir ihn immer sagen sollten? Zum Beispiel, Subhanallahi wa bihamdi. Wer das 100 Mal sagt am Tag, was bekommt er? Allah Azza wa Jal wird ihm die Sünden löschen, wenn sie auch so viel wie der Meeresschaum sind. Das ist, wenn du das am Tag sagst. Wenn du das aber morgens sagst und abends, Subhanallahi wa bihamdi, wie viel Mal? 100 Mal jeweils. Morgens 100 und am Abend 100. Dann bist du besser als jeder Diener, außer ein Diener kommt Yawm al-Qiyamah mit mehr als was du gesagt hast. Du
bist besser als jeder Diener. Und wir haben über die Eifersucht gesprochen, dass man natürlich zu den besten Dienern gehören möchte. Ja, und man möge Allah uns zu den besten seiner Diener machen. Wenn du das am Morgen und am Abend sagst, dann kriegst du diesen Lohn. Niemand ist besser als du, Yawmul Qiyamah. Aber manchmal haben wir alle zu tun, dann schaffst du das nur einmal. Okay, was ist der geringere Lohn, dass deine ganzen Sünden gelöscht werden, wenn sie auch wieder Meeresschaum sind? Was für ein Verlust, ja. Allah. Deswegen beschäftige dich mit Dhikrullah. Wann auch immer du Zeit hast, wir haben gesagt, sperr dich ein und mach Dhikrullah. Aber Dhikrullah nicht wie Sufis, sondern wie diejenigen, die auf dem Weg der Rechtleitung sind. Dieser ganze Dhikr von den Sufis, weil er gerne will, sie werden dafür bestraft werden. Weil es was gegen was ist, gegen die Sunna. Und wenn du dich mit etwas Allah nähern möchtest, was er nicht vorgeschrieben hat, wirst du belohnt oder bestraft? Du wirst bestraft dafür. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa. Derjenige, der in unsere Religion etwas hereinbringt, die Überlieferung ist bei Bukhari und Muslim, derjenige, der in unsere Religion etwas hereinbringt, was nicht dazu gehört, so wird es von ihm abgewiesen werden. Ja, yani, subhanallah, reicht dir die Religion nicht aus? Haben wir nicht tausende von Hadithe über Dhikrullah? Nee, er muss tanzen und singen und Saltos machen. Wer hat dir das gesagt? Niemand. Aber das ist sein Verständnis von Allah zu dienen. Hat Allah uns vorgeschrieben, wie wir ihm dienen? Wo? Im Koran und in der Sunna. Wir brauchen nicht zu warten. Als Allah Azza wa Jal über die Nasara, über sie gesagt hat, wala dhalin, die irregegangenen, wisst ihr, warum sie irregegangen sind? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns das erklärt. Sie sind irregegangen, weil, warum? Warum sind sie irregegangen? Wer weiß das? Weil sie sich nicht an die Geburt von Isa a.s. gehalten haben. Ja, das sowieso im Allgemeinen. Aber warum sind sie irregegangen? Sie hatten kein Wissen, aber sie haben gehandelt. Sehr gut. Sie hatten kein Wissen, aber haben gehandelt. Und da seht ihr, die Halleluja, ist kein Stuhl da und sie fassen sich alle an den Händen, jeder bunte T-Shirt. Sie wollen was machen, aber ohne Wissen. Im Gegenteil zu den Yahud, was haben sie gehabt? Sie haben Wissen gehabt, aber nicht danach gehandelt. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الله عز وجل hat das Beispiel gegeben wie ein Esel, der was auf den Rücken trägt. Bücher. In den Büchern ist was drin? Wissen. Aber wovon profitiert der Esel? Er trägt nur die Last von diesen Büchern. Aber er selber profitiert nicht von diesen Büchern. Und die Muslime sind anders als die Yahud und als die Nasara. Sie haben Wissen und sie handeln nach diesem Wissen. Alhamdulillah. So sollten wir sein. Das heißt, bevor wir nicht wissen, ob eine Tat von Allah Azza wa Jal akzeptiert wird, so verrichten wir nicht diese Tat, bis wir uns erkundigt haben. Denn schlimm ist es, wenn du in dieser Religion etwas hinzufügst, wie die Leute das gemacht haben. Und heute seht ihr, die Bid'a ist Sunna geworden, das heißt, die Neuerungen sind Sunna geworden. Und die Sunna ist unter den Leuten bekannt oder unbekannt? Unbekannt. Sie behandeln dich, als ob du mit der Bid'a kommst. Schaut mal, wenn du heute den Geburtstag des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht feierst. Was sagen sie? Die sagen, du liebst nicht den Propheten. Das sagt wer zu dir? Einer, der nicht betet, einer, der nicht fastet. Er ist immer im Ramadan krank, der hat immer Kopfschmerzen. Genau, wenn Ramadan anfängt, auch wenn es immer zu verschiedenen Jahreszeiten im Jahr ist, er kriegt immer dann erst seine Kopfschmerzen. Dieser sagt zu dir, du liebst den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Weder sieht er nach der Sunna aus, noch kennt er die Sunna, noch macht er irgendetwas, was von der Sunna vorgegeben ist. Der beschuldigt dich, dass du den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht liebst. Dabei hat er vergessen, dass du den Gesandten sallallahu alaihi wasallam liebst, weil du hältst dich an die Anordnung. Allah azza wa jalla sagt in Surat Ali Imran: "Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Sprich, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir. Folgen mit dem, was er uns vorgeschrieben hat und nicht mit dem, was du ausgedacht hast. Nicht mit dem, was du dir ausgedacht hast, mit dem, was er dir vorgeschrieben hat. Wie Allah Azza wa Jalla Subhanahu sagt, ich habe jetzt vergessen, in welcher Surah das ist. وَاتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. So folgt ihm, dem Gesandten sallallahu alaihi wa sallam, damit ihr recht geleitet seid. Ohne Befolgung wirst du
wirst du niemals recht geleitet. Du kannst tun, was du willst. Rechtleitung bekommst du durch die wahre Befolgung. Sprich, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir, folgt dem Gesandten sallallahu alaihi wa sallam. Was werden wir dafür als Lohn bekommen, ja Allah? Lieben wird euch Allah. Das müsste eigentlich reichen. Aber Allah hat hier beendet, nein. Und euch eure Sünden vergeben. Subhanallah, das ist alles Lohn für denjenigen, der den Gesandten sallallahu alaihi wa sallam folgt. Und ich frage euch, wallahi, wer sollte mehr befolgt werden als der Gesandte Muhammad? Sallallahu alaihi wa sallam. Gibt es jemanden, der mehr befolgt wird? In diesem Jahr sehen wir viele Leute, die tragen ein Bart. Nicht wegen Islam. Habt ihr das gesehen? Das ist Mode. Mode. Frage, tragen sie den Bart wegen dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam? Sondern sie tragen den Bart, warum? Weil es modisch ist. Werden sie belohnt dafür? Schaut mal, sie tragen ein Bart und wir tragen ein Bart. Nur unser Bart, alhamdulillah, wird belohnt. Das ist der Unterschied. Weil sie das nicht für Allah subhanahu wa ta'ala machen, sondern sie machen das für irgendein Modegangster in der heutigen Welt. A'udhu billah. Ein Kafir sagt ihnen, mach das, sie machen das. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, das beste Geschöpf unter der Sonne Allah sagt, tragt ein Bart. Was sagen sie? Wir müssen uns nochmal überlegen, ob wir überzeugt sind. Allah sagt zu der Frau, trage den Hijab. Sie ist nicht überzeugt. Es kommt eine Brigitte-Zeitschrift raus mit der neuen hautengen Leggings. Sie ist sofort überzeugt. Und hier seht ihr, liebe Geschwister, Leute, dessen Herzen für wen schlagen? Für Allah und seinen Gesandten. Und Herzen, die für wen schlagen? Für die Menschen und für das eigene üble Gelüst. Und die einen werden die Paradiesbewohner sein und die anderen, es tut mir leid, werden nichts anderes bekommen als Erniedrigung, sowohl in der Dunya als in der Akhira. Möge Allah Azza wa Jal Subhanah uns ehren. Heute, inshallah ta'ala, reden wir erstmal über das Gebet. Er sagt hier, sallallahu alaihi wa sallam, was-salatu nur, das Gebet ist Licht. Allahu Akbar. Was-sadaqatu burha. Und die Sadaqa, das Almosen, ist ein Beweis. Was-sabru Diya. Und die Geduld ist Licht. Wir reden über drei Lichter. Über drei gewaltige Lichter an diesem Tag, liebe Geschwister. As-sadaqatu nur. As-salatu nur. Das Gebet ist Licht. Meint alle Gebete, die du betest. Nicht nur die Pflichtgebete, sondern auch die normalen Gebete. Wisst ihr, Geschwister, wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sich von irgendeiner Sache gefürchtet hat, dann hat er sich zurückgezogen zum Gebet. Und der Hadith ist klar bei Bukhari und Muslim. Als einmal Sonnenfinsternis war zu der Zeit vom Gesandten sallallahu alaihi wa sallam. Und das, was die Leute hier als Spektakel sehen, wo sie sich 3D-Brillen kaufen und den ganzen Tag warten, bis die Finsternis eintritt, das ist für sie ein Spektakel, ein Ereignis, ist in unserer Religion eine schwere Warnung, dass in der nächsten Zeit etwas Gewaltiges passieren wird. Als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam von dieser Sonnenfinsternis erfahren hat, ist er so erschrocken rausgegangen, dass er aus Versehen den Mantel von seiner Frau angezogen hat. Bis die Leute, die Überlieferung ist bei Abu Dawud, die eigentliche Überlieferung ist bei Sahih al-Bukhari, aber die ausführliche Überlieferung ist bei Abu Dawud, bis die Sahabe ihm nachgelaufen sind und ihn daran erinnert haben, dass er was anderes anhat. Subhanallah, überlegt mal, wie erschrocken er war. Wo ist er hingeeilt? Zu der Moschee. Und er hat die Leute gewarnt, so macht an diesem Tag das Gebet und macht den Dhikr und so weiter und so fort. Er ist wohin gegangen zum Gebet? Warum? Das Gebet ist Nur, ist Licht und eine schwere Androhung für diejenigen, die das Gebet nicht machen. So sagte der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam in einer Überlieferung bei Imam Ahmad, die Sheikh al-Albani rahimullah ta'ala als Hassan klassifiziert hat. Er sagte, man hafadha ala salati. كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. Derjenige, der sein Gebet bewahrt, was heißt bewahrt? Er betet es zur richtigen Zeit und mit den vorgeschriebenen Inhalten, die das Gebet auch in sich trägt, wie zum Beispiel die Säulen, die Pflichten und die
Sunnah. Wer das Gebet bewahrt, so wird es Yawmul Qiyamah was für ihn sein? Nur? Licht. Burhan? Ein Beweis für ihn. Und Najat bedeutet eine Errettung. Eine was? Eine Errettung. Das bedeutet, diese drei gewaltigen Dinge, mit anderen Worten, er wird zu den Gewinnern gehören, bi'idhnillah ta'ala. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte in einer anderen Überlieferung über das Gebet, inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah min amalihi as-salah aw salatuhu. Das erste, wonach der Diener yawm al-qiyamah befragt wird, die Überlieferung ist bei An-Nasa'i, die erste Sache, wonach ein Diener yawm al-qiyamah befragt wird, ist nach seinem Gebet. Abu Abdullah, komm her. Abu Ahmad, komm her. Abu Muhammad, komm her. Du stehst vor Allah, das Erste, sag mir was über dein Gebet. Erste Frage. Erste Frage natürlich nach dem Tauhid. Ohne Tauhid sowieso, du gehst gleich in die Welt. Denkt ihr, die Kuffar haben eine Abrechnung? Haben die Kuffar eine Abrechnung? Nein. Ja oder nein? Nein. Sie gehen direkt ins Hölf. Möge Allah uns bewahren. Diese Abrechnung ist nicht für die Kuffar. Sie gehen direkt ins Höllenfeuer. Allah möchte sie nicht sehen. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun. Aber nein, sie werden an diesem Tag Allah azza wa jalla nicht sehen dürfen. Schaut mal, die größte Gunst für einen Gläubigen ist Allah azza wa jalla zu sehen yawm al-qiyamah. Die größte Strafe, sagt Ibn al-Qayyim, ist, dass man Allah azza wa jalla nicht sehen darf. Wenn du Allah azza wa jalla nicht sehen darfst, das ist die schlimmste Strafe für dich. Die Paradiesbewohner, als Allah azza wa jalla sie beschrieben hat, Allah azza wa jalla sagt, كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَ وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَ. An diesem Tag im Paradies, liebe Geschwister, werden die Paradiesbewohner Allah Azza wa Jalla sehen. Allah Azza wa Jalla sagt, وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ. An diesem Tag wird es fröhliche, erhellte, strahlende Gesichter geben, die auf ihren Herrn schauen werden, Allah Azza wa Jalla. Dadurch, dass sie auf ihren Herrn, Allah Azza wa Jalla, schauen, werden sie noch hübscher und noch glücklicher werden. Und die Kuffar, sie dürfen Allah Azza wa Jalla, subhanahu wa ta'ala, nicht sehen. Diejenigen, die dieses Gebet richtig gebetet haben, so wird ihre Abrechnung leicht sein. Das ist das Erste, wonach Allah Azza wa Jalla dich von allen Taten befragen wird. Bedeutet mit anderen Worten, das ist die Waage für alle Taten. Höre nochmal den Hadith. Das Erste, wonach der Diener befragt wird, Yawmul Qiyamah, von all seinen Taten, ist das Gebet. In einer anderen Überlieferung, die ebenfalls authentisch ist, sagte der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, إِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ. Wenn das Gebet schlecht war, sind auch alle anderen seiner Taten schlecht. Und demzufolge, wenn es gut war, sind auch alle seine anderen Taten gut. Bedeutet, wenn du kein Gebet hast, wollen wir dann über dein Fasten reden und du hast nicht gebetet? Wollen wir über deine Sadaqa reden und du hast nicht gebetet? Wollen wir dann über deine gesamten anderen Taten reden und du hast nicht gebetet? Wenn das Gebet nicht da war, dann brauchst du gar nicht auf die anderen Taten zu schauen. Der Hadith ist klar, wenn seine Taten gut sind, wenn das Gebet gut ist, sind auch alle anderen Taten gut. Und einer der Gelehrten hat dieses sehr schön beschrieben. Er sagte, die Schüssel sind die guten Taten, wo Wasser enthalten ist. Aber wie kommst du an die Schüssel heran? Wie kommst du an das Wasser heran? Du brauchst eine Hand oder ein Mirrafa, eine Löffel oder eine Kelle, damit du an das Wasser rankommst. Diese Kelle ist das Gebet. Wenn du das Gebet nicht hast, dann kommst du auch gar nicht an deine anderen guten Taten heran. Verstanden das Beispiel? Ohne Gebet brauchen wir nicht vor Allah zu stehen. Und dieses Gebet, ich beende den Hadith,
Derjenige, der sein, auf sein Gebet achtet, so wird es Yawm al-Qiyamah für ihn was sein? Ha? Licht und? Beweis für ihn und eine Errettung. Und er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا, derjenige aber, der nicht auf dieses Gebet achtet, لَمْ تَكُنْ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاتًا وَحُشِرَ مَعَ قَارُونَ وَهَامَانَ وَفِرْعَوْنَ وَأُبَيْ بْنَ خَلَفَ. Wer aber nicht auf dieses Gebet achtet, wer dieses Gebet nicht bewahrt, du kannst auch beten, aber wenn du dein Gebet immer außerhalb der Zeiten betest, gehörst du nicht dazu. So gehörst du nicht zu den Erfolgreichen. Du hast zwar gebetet, aber dein Gebet war falsch. Du hast es außerhalb der Zeit gebetet. Allah Azza wa Jalla sagt in Surat An-Nisa, إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Das Gebet ist für die Gläubigen zu bestimmten Zeiten Pflicht. Du kannst diese Zeiten nicht selber nehmen, sondern es sind die Zeiten, die dir vorgegeben wurden in unserer Religion. Aber wer nicht auf dieses Gebet achtet, so wird es Yawmul Qiyamah weder ein Licht für ihn sein, noch ein Beweis für ihn, noch eine Errettung. Und er wird versammelt, Yawmul Qiyamah, passt auf, mit Qarun, mit Haman, mit Firaun und mit Ubay ibn Khalaf. Ajab, wallahi, erstaunlich, das waren nicht nur Kuffar, sondern diese Leute, die er hier genannt hat, waren die schlimmsten Führer unter den Kuffar. Mit ihnen wirst du versammelt werden und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam will dich nicht sehen zu diesem Zeitpunkt. Überlege, Yachi, das Gebet, yani, wenn du ein Gläubiger bist, du hast keinen Anteil am Glauben, wenn du das Gebet nicht verrichtest. Wo ist deine Verbindung zu Allah azza wa jalla? As-Salah kommt aus welchem Wortstamm? Wer sagt mir das? Von? Silla. Was bedeutet Silla? Verbindung. Verbindung. Wenn du diese Verbindung zu Allah nicht hast, hast du gar nichts. Wo ist eure Verbindung? Wo ist deine Verbindung zu Allah azza wa jalla? Und ich staune über Leute, die sagen, ja, ich bin so schmutzig, dass ich nicht beten brauche. Ich bin so schmutzig, dass mir das Gebet nichts bringt. Yani, subhanallah. Was macht er, wenn sein Körper schmutzig ist? Was macht er? Er duscht. Und genauso, wenn du gesündigt hast, dann betest du. Und nachdem du geduscht hast, was ist mit deinem Schmutz? Er wird weggewaschen. Was ist mit deinen Sünden? Wenn du gebetet hast, so werden sie? So wirst du gereinigt davon. Wie der Prophet s.a.w. sagte, wenn der Diener im Gebet steht, so lasten seine Sünden auf seinen Rücken und auf seiner Schulter. Und jedes Mal, wenn er den Rukua, die Verbeugung vollzieht, oder den Sujud, so fallen die Sünden von ihm. Allahu Akbar. Und das inmitten des Gebetes. Wie denkst du, fühlst du das Gebet, wenn du weißt? Ein schlechtes Wort, was ich gesprochen habe. Ich habe gestern 50 Mal gesündigt. Jetzt betest du, während du Rukua machst, die 50 Sünden sind alle weg. Dann machst du den Sujud, nochmal 100 Sünden weg. Du dürftest eigentlich vom Sujud gar nicht mehr hochkommen. Wenn wir verstehen würden, möge Allah azza wa jalla uns Verstand geben. Wer das Gebet nicht betet, so sagt Allah azza wa jalla, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. In Surat Maryam. Und nach ihnen kamen Generationen. Das heißt, am Ende der Zeit. Sie haben فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. Was haben sie mit dem Gebet gemacht? Sie haben das Gebet vernachlässigt وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Und ihren Gelüsten. Was sagt uns Allah azza wa jalla? Warum haben sie das Gebet gelassen? Weil sie ihren Gelüsten gefolgt sind. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. So sollen sie Al-Ghay bekommen. Die Gelehrten haben das Wort erklärt, Al-Ghay, das ist ein Tal in Jahannam. Ein Tal in Jahannam. Jahannam selber, das Höllenfeuer, sucht Zuflucht bei Allah vor diesem Platz, der in ihr geborgen ist. Und Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu,
Er sagt über dieses Tal, er sagt, Wadin fi Jahannam, ba'idul qab, khabithul ta'am. Es ist ein Tal in Jahannam, Tal wie ein Fluss in Jahannam, sehr tief und einen abscheulichen Geruchgeschmack. Und Abi Iyad, rahimullah ta'ala, sagt, Wadin fi Jahannam min qayhin wa dam. Das ist ein Tal in Jahannam, der besteht aus Eiter und Blut. Nicht aus Wasser, sondern aus Eiter und Blut. Ja, Achi, billah alayk, möchtest du in sowas hereintauchen? Möchtest du in sowas hereingeworfen werden? Und wir reden über Jahannam, das ist nicht nur das, die Flüssigkeit. Du bist in Jahannam mittendrin. Deswegen, ein Diener sollte immer auf die Gebete achten. Du richtest deinen Alltag nach deinen Gebeten und nicht deine Gebete nach deinem Alltag. Und jetzt sind die Zeiten sehr kurz. Ich staune über Leute, geht einfach mal so kurz vor dem Gebet shoppen. Passiert es sehr schnell, dass die Zeit vorübergeht? Ganz schnell. Ja, Abul Bara, wir sind doch nicht nur da zum Beten. Du nervst uns langsam. Ihr seid da in erster Linie, damit ihr Allah Azza wa Jal dient. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Wo hat Allah Azza wa Jal hier was von H&M geschrieben? Dass du die ganze Zeit shoppen sollst. Weihnachtsmarkt. Auch noch, A'udhu Billah, gehen sie noch zum Weihnachtsmarkt? Ich weiß nicht, ob unsere Leute überhaupt noch etwas verstehen. Was ist Weihnachten? Hä? Was feiern die Kuffar? Wieder aufgestanden. Die Geburt von wem? Jesus. Von Jesus als Sohn Gottes. Ich meine, verstehen die noch? Ja, ich will nur gebrannte Mandeln. Ja, jetzt. Bevor du selber brennst, lass die gebrannten Mandeln. Geh woanders deine gebrannten Mandeln. Ja, nee. Willst du daneben sein, während sie ihr feiert? Was gibt's auf dem Weihnachtsmarkt? Was gibt's da? Glühwein, Alkohol, betrunkene Leute. Musik. Na. Manche tun das, ob die Weihnachtsmann sind, so eine Leute. Ja, ein Besoffener, der läuft hier so wie ein Weihnachtsmann. Subhanallah. Deswegen. Und ich sehe manche Brüder, ja, der trägt dann so eine Weihnachtsmütze, ja. Wallah, du kannst nur noch für diese Leute Dua machen. Die haben nichts verstanden. Und das ist genau das, was ich meine. Genau diese Leute sind es, die dir sagen, du bist streng. Was meinen sie mit du bist streng? Sie wollen lieber so leben wie wen? Wie die Kuffar und nicht wie die Muslime. Ja, die haben ein anderes Leben. Wir sagen doch nicht, behandeln sie schlecht, aber sie haben ein anderes Leben als wir. Wir können mit ihnen reden, wir können mit ihnen scherzen, wir können mit ihnen lachen, aber trotzdem haben sie ein anderes Leben als wir. Sie glauben nicht an das Jenseits, während du behauptest, an das Jenseits zu glauben. Was machst du dann auf dem Weihnachtsmarkt? Und deswegen soll ein Diener verstehen, liebe Geschwister, dass wir die Zeiten des Gebetes beachten. Du gehst nicht raus, wenn du weißt, das Gebet steht jetzt an. Und dann gehst du raus und dann kommst du wieder, subhanallah, das Gebet verpasst. Manche Leute, wallahi al-azim, sie haben kein Gewissen mehr. Ich hab's verpasst. Ja, ich hab's verpasst, das Gebet. Das, was er so locker über der Zunge sagt, ein Gläubiger würde sterben bei diesen Wörtern. Ich habe das Gebet einfach verpasst. Es wird berichtet, und mittlerweile kennt ihr mich, wenn ich sage, es wird berichtet, dann ist das nicht immer 100% eine sichere Quelle. Khalid ibn Walid, radiyallahu anhu, er war bekannt, er war tapfer. Khalid ibn Walid, mashallah, wenn er auf dem Pferd saß, seine Füße haben den Boden berührt. Er war einer der starken Männer von den Gefährten des Propheten, möge Allah uns mit ihnen allen vereinigen. Khalid ibn Walid wurde gefragt. Und Khalid ibn Walid hat in einer Schlacht, wie es bei Al-Bukhari heißt, 9 Schwerter kaputt gemacht. Guck mal, bei einem Essen, wie viele Plastiklöffel wir kaputt machen. Ja? Da schaffen wir es auch, 5 bis 10 Plastiklöffel zu zerstören. Er hat 9 Schwerter an den Götzendienern, gegen die sie damals gekämpft haben, hat er kaputt gemacht. Khalid ibn Walid, radiallahu anhu, er war einmal mit den Mushrikin gewesen und er wollte ihnen zeigen, was Vertrauen auf Allah Azza wa Jalla bedeutet. Er nahm eine Kessel mit Gift und hat es getrunken. Er sagte, Bismillah, nichts ist ihm passiert. Er wollte ihnen zeigen, nicht, dass du das nachmachst. A'udhu Billah, das ist eine Ehrung für wen gewesen? Für Khalid ibn Walid. Er wollte ihnen zeigen, Allah kann tun, was er
will und wir vertrauen auf Allah Azza wa Jal. Er nimmt das Gift und trinkt das einfach. Ja, überleg, nicht, dass du das nachmachst, nochmal. Das war eine Ehrung für Khalid ibn Walid. Allah Azza wa Jal hat ihm gezeigt, das ist dein Herr, er macht, was er will. Und wenn das Gift auch noch so giftig ist, wenn Allah nicht will, hat das Gift keine Wirkung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Die Mushrikin haben nur geguckt, als er das getrunken hat. Aber sind sie Muslime geworden? Möge Allah Azza wa Jal uns bewahren. Khalid ibn Walid, er wurde gefragt, gibt es eine Person, die du kennst, der mutiger ist als du? War er mutig? Er sagte, ja, eine Person, die schlafen geht, während sie ihre Gebete nicht gebetet hat. Der ist mutiger als ich. Denn wer so vor Allah auferstehen kann, der muss wirklich mutig sein. Allahu Akbar. Was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt? Wenn er von irgendeiner Sache bedrängt war, er hat gebetet. Als es ihnen auch wieder an diesem Tag schlecht ging, weil sie von den Götzendienern so überrumpelt wurden und von ihnen gequält wurden, sagte einmal der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Bilal al-Habashi, er sagte, Adhin ya Bilal, ra'ihna biha, mach Adhan, o Bilal, und lasse uns unsere Ruhe, unser Vergnügen, wo finden, im Gebet. Ra'ihna biha heißt, lass uns unser Vergnügen finden. Heute sagen die Leute, lass es uns hinter uns bringen. Shattana, shattana. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, und es sollte uns nicht langweilig sein, diese Überlieferung zu hören, weil wir Betende sind, walhamdulillah. Das wird uns nur stärken, unsere Gebete noch pünktlicher und noch besser zu machen. Höre, was er sagte, sallallahu alaihi wa sallam. Hubbiba ilayya min dunyakum. Hä? Was wurde mir lieb gemacht von eurer Dunya? An-Nisa und das Parfüm. وَجُعِلَتْ لِي الصَّلَاةُ وَجُعِلَتْ الصَّلَاةُ لِي قُرَّةُ عَيْنٍ. Und das Gebet wurde für mich zu einem besonderen Vergnügen gemacht. Und das Gebet wurde für mich zu einem besonderen Vergnügen gemacht. وَجُعِلَتْ لِي الصَّلَاةُ قُرَّةُ أَعْيُنٍ وَجُعِلَتْ الصَّلَاةُ لِي قُرَّةُ أَعْيُنٍ كَمَا قَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Das Gebet wurde für mich zu einem Vergnügen gemacht. Was heißt zu einem Vergnügen? Erholung. Was wir heute schnell hinter uns bringen wollen, in der ersten Raka, im 4-Raka-Gebet sagen wir schon, könnten wir doch das Gebet hinter uns gebracht haben. Und er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, Bashir al-Masha'ina fi al-Dhulami ila al-Masajid bin Nuri al-Tami yawm al-Qiyamah. Und berichte denjenigen, die in der Finsternis der Nacht zu den Moscheen gehen, dass sie vollkommenes Licht haben werden, Yawmul Qiyamah. Allahu Akbar. Bedeutet, wenn wir zum Fajr-Gebet gehen, was ist das Wetter? Hä? Wie sieht, nein. Das heißt, es ist dunkel. Wenn wir zum Isha-Gebet gehen, es ist dunkel. Manche, wenn sie aufstehen, wird es dunkel. Das heißt, wenn du zum Gebet gehst, ist es dunkel. Und wenn du abends auch zum Gebet gehst, wird es dunkel. Aber was sagt er, sallallahu alaihi wasallam? Berichte denjenigen, die zu den Moscheen gehen, in die Moschee zur Jama'a, nicht zu Hause alleine beten, dass sie Yawmul Qiyamah, wenn sie im Dunkeln zu den Moscheen gehen, was haben werden? Vollkommenes Licht. Warum vollkommenes Licht? Wisst ihr, dass Yawmul Qiyamah alles dunkel sein wird? So werden die Leute im Dunkeln laufen, während die gesamten Ereignisse über sie herfallen. Die Ereignisse an für sich sind schlimm, aber dass es noch dunkel ist, ist noch schlimmer. Möge Allah uns an diesem Tag Licht geben. Sogar wenn du über die Sirat-Brücke läufst, wird es was? Absolut dunkel sein. Dunkel. So, dass du auf dieser Sirat-Brücke läufst, wie dünn ist sie? Wie ein
hart und so scharf wie ein Schwert. Das heißt, wenn du über diese Brücke läufst und es ist absolut dunkel, wo läufst du Gefahr? Dass du herunterfällst. Und wie Abu Huraira radiallahu anhu in einer Überlieferung bei Imam Muslim sagte, wer fällt, fällt 70 Jahre tief in Jahannam auf den Boden. Ja, bei Allah, wenn es eine Brücke geben würde, die Platz genug für dich bieten würde, vielleicht nicht mega Platz, aber Platz genug, und du wüsstest, unter dir ist ein heißes Feuer, wie würdest du laufen über diese Brücke? Zitternd, ja. Wie ist das dann mit As-Sirat? Die Brücke ist so dünn wie ein Haar und so scharf wie ein Schwert. Und manche Leute werden laufen, fallen. Was denkt ihr, was das für ein Zustand sein wird? Und manche Leute werden etwas Licht haben, so viel wie eine Fingerkuppe, und dann wird es ausgehen. Etwas, und Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala sagte, so viel wie du an Licht gehabt hast, Yawm al-Qiyamah, wie Allah dir den Weg beleuchtet hat, so viel Licht wirst du auch Yawm al-Qiyamah haben. Allahu Akbar. Das heißt, dein Licht hier wird dein Licht morgen sein. Und eine der Möglichkeiten, wie wir so ein Licht erlangen, ist, dass wir was? Zu den Gebeten gehen. Wann? Sowieso immer, wenn man kann, aber speziell zum Fajr und zum Isha. So wirst du Licht bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und noch eine Sache, wir haben gehört hier, das Gebet ist Licht. Allah azza wa jal, und viele haben das vielleicht von euch überlesen, in Surat al-Fath sagt Allah azza wa jal über die Gläubigen, über die Sahaba radiallahu anhum wa arbahum, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Du siehst ihre Zeichen in ihren Gesichtern durch die Niederwerfung vor Allah azza wa jal auf dem Boden. Was sagt Ibn Abbas zu dieser Ayah? Simahum fi wujuhihim, sagte er, du siehst ihre erleuchteten, hübschen Gesichter. Das heißt, wenn du Allah anbetest, subhanah, wird Allah dich hübscher machen. Man muss deine Zeichen im Gesicht erkennen. Das muss erkennbar sein. Aufgrund was? Athari sujud, aufgrund der Spuren der Niederwerfung. Manche Leute verstehen die Eier falsch. Es gibt Leute, der macht sich hier so ein Zeichen in der Mitte. Kennt ihr das? Kennt ihr das, ja? Der macht das extra. Der reibt da so lange dran, bis etwas erkennbar. Das ist nicht gemeint. Das ist nicht gemeint. Sondern was ist gemeint? Simahum fi wujuhihim, wie Ibn Abbas erklärt hat, du siehst ihre Schönheit in ihren Gesichtern. Durch was? Durch die Niederwerfung gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Dann, liebe Geschwister, as-sadaqa. Er sagte, was-sadaqatu Burhan. Die Sadaqa ist ein Beweis. Ein Beweis für was? Für deine Wahrhaftigkeit. Warum Wahrhaftigkeit? Das Wort Sadaqa entspringt welchem Wort? As-Siddiq. Was bedeutet Siddiq? Wahrhaftigkeit oder Aufrichtigkeit. Denn du wirst eigentlich, ich sage eigentlich, nie jemanden sehen. Ein Heuchler könnte beten. Ein Heuchler könnte beten. Haben Heuchler gebetet in der Zeit vom Propheten? Sie haben neben ihm gebetet. Aber was wird er nicht machen, der Heuchler? Spenden, eine Sadaqa geben, das tut ihn so sehr weh. Deswegen, diese Sadaqa ist ein Beweis für dich. Ein Beweis, dass du erstmal wahrhaftig bist gegenüber Allah. Die Sadaqa ist eines der gewaltigsten Beweise, dass du die gesamte Religion miteinander verbindest. Wie vereinigt er Tawakkul ala Allah, Vertrauen auf Allah? Wie, wenn er spendet? Er hat keine Angst vor Armut. Wie Allah Azza wa Jalla in Surat Al-Baqarah sagt, Allah Azza wa Jalla sagt, As-Shaytanu ya'idukumul faqr. Der Shaytan, er verspricht euch Armut. Wallahu ya'idukum fadlam minhu wa maghfiratum minhu wa fadla. Und Allah Azza wa Jalla, er verspricht euch Vergebung von sich aus und Huld. Bedeutet,
wenn du eine Sadaqa gibst, wie Allah Azza wa Jalla sagt, man alladhi yuqridu Allah qardan hasana fa yudha'ifu lahu. Wer ist es, der ein gutes Darlehen, was bedeutet ein gutes Darlehen hier? Eine Sadaqa für Allah Azza wa Jalla gibt, so wird Allah Subhanahu es vervielfachen. Vervielfachen. Ibn Kathir spricht wunderschöne Wörter. Er sagt, wenn du eine Sadaqa gibst, erstmal wird Allah Azza wa Jalla dir den Lohn vervielfachen. Zum Beispiel, du gibst 10 Euro, zählt Allah Azza wa Jalla das als 10 Hasanat, sondern als 700 Hasanat und Allah gibt ohne zu rechnen. Nummer 1, erster Vorteil. Zweiter Vorteil, Allah wird dir das Geld ersetzen, was du gespendet hast, 100%. Habt ihr das erlebt? Hä? Tausendfach. Das Geld, was du als Sadaqa gegeben hast, Allah gibt es dir zurück. Aber er gibt es dir nicht zurück zu dem, was haben wir gesagt? Er vervielfacht deinen Lohn. Und noch mehr, Allah Azza wa Jalla vergibt dir damit Sünde. Allah vergibt dir damit Sünde. Das heißt, du bekommst in jedem Fall das Geld zurück, falls du zu demjenigen gehörst, der sagt, ich spende, damit ich mehr Geld bekomme. Das ist nichts Falsches. Was sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Geld wird durch Sadaqa nicht weniger. Erklär das mal einem Wissenschaftler. Hier ein Professor, ich bin immer noch Jahil. Erklär ihn mal vom Wirtschaftsinstitut. Sag ihm, was bedeutet der Satz, man wird durch Spende nicht ärmer. Der sagt dir hier. Würden Sie das verstehen? Die würden das nicht verstehen. Aber werden wir das verstehen? Wir verstehen das. Weil wahrlich, es ist so, wenn du spendest, wallahi, du kriegst noch mehr. Und wenn du zu denen gehörst, die sagen, Alhamdulillah, ich möchte gern spenden, aber ich habe nicht viel, höre, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung bei Ibn Majah gesagt hat, und Sheikh al-Albani, rahimullah, sagt, sie ist sahih, er sagte, dass manchmal eine Person 2 Dinar spendet, ist besser, als wenn einer 100.000 Dinar spendet. Wie? Einer, der nur 2 Dinar hat. Er gibt 1 Dinar, was hat er gegeben? Die Hälfte seines Vermögens. Aber einer hat Millionen, der gibt 100.000, was sind 100.000 für ihn? Gar nichts. Das heißt, bei dem, der die Hälfte seines Vermögens gegeben hat, sein Lohn ist gewaltiger bei Allah Azza wa Jalla, subhanahu wa ta'ala. Und die beste Sadaqa, die wir geben können, wir sollten schlau sein. Wie wir auch vorhin darüber geredet haben, liebe Geschwister, welchen besten Dicker wir uns aussuchen sollten, der am gewichtigsten ist, Yawm al-Qiyamah, was ist die beste Sadaqa, die wir geben können? Ja, ihr gebt alle inshallah Sadaqa. Zumindest nicht an uns, aber allgemein. Na. Sadaqatul Jariya. Was bedeutet Sadaqatul Jariya? Eine beständige Sadaqa, von der derjenige, der auch stirbt, immer noch davon profitiert. Und was ist das Beste hier diesbezüglich? Moscheen bauen. Dass man Moscheen baut. Brunnen. Dass man alles, was mit Koran und Sunna zu tun hat, mit Büchern, mit Wissen, dieses verbreitet, verschenkt. Das ist das Beste, was du an Sadaqa machen kannst. Dass du Korane druckst, sie verteilen lässt. Dass du Sunnanbücher druckst, sie verteilen lässt. Das gehört zu den besten Arten von Sadaqa. Und wenn du stirbst, zählt diese Sadaqa immer noch weiter, obwohl du schon längst tot bist, Odina Allahs. Deswegen, guckt nach den besten Arten von Sadaqa. Es gibt manche Sachen. Du kannst deinen Bruder zum Beispiel zum Essen einladen. Das ist gut, das ist schön. Er freut sich vor allen Dingen, wenn es auch so teuer gewesen ist. Aber zum Schluss, ist dein Lohn gewaltiger, als wenn du Bücher gedruckt hast? Und diese Korans in die Moschee gestellt hat. Stellt euch mal vor, ihr seid Masjid al-Nabawi oder Masjid al-Haram. Gibt es da einige Leute, die den Koran lesen? Ja, einige. Das heißt, und dann, Alhamdulillah, Allah macht uns alles leid. Da sind Leute, die verkaufen Korans, du kaufst die und stellst die wohl rein in die Moschee. Was war jetzt deine Aufgabe? War sie so schwer? Du hast nur die Korans gekauft und sie in die Moschee hereingestellt. Das ist alles. Und dafür wirst du belohnt werden bei Allah Azza wa Jalla. Deswegen, diese Sadaqa ist ein Burhan für dich, ein Beweis. Warum? Weil du wahrhaftig warst gegenüber Allah Azza wa Jalla und du glaubst an Allah Azza wa Jalla, an das Jenseits. Deswegen hast du diese Tat gemacht. Wirst du die Tat sofort sehen? Nein. Natürlich in Dunya habe ich euch gesagt, was die Vorteile ist. Aber diesen gewaltigsten Lohn, wann wirst du ihn bekommen? Yawm al-Qiyamah. Und das dauert eine lange Zeit, bis wir Yawm al-Qiyamah erreichen, liebe Geschwister. Und hört, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala
hatta yufsala bayna an-nas. Jeder Mensch wird am Tage der Auferstehung, und ihr wisst, es wird einen Tag geben, wo Allah azza wa jalla was mit der Sonne macht. Er wird sie näher bringen. Er wird die Sonne den Menschen näher bringen über ihre Köpfe bis zu einer Entfernung von einer Meile. Manche Gelehrte sagen, eine Meile ist eine Meile. Manche sagen, das ist nur ein Ausdruck. Es wird ein paar Zentimeter über ihren Köpfen sein. So werden sie 50.000 Jahre unter dieser Sonne stehen. Möge Allah uns alle bewahren. Außer einige Leute, sie werden was machen in diesem Zeitpunkt? Unter dem Schatten des Thrones von Allah sein. Und er sagte, sallallahu alaihi wasallam, jeder, der gespendet hat, jeder bedeutet hier natürlich Muslim, der gespendet hat, so wird er unter dem Schatten seiner Spende sein, bis Allah zwischen den Leuten richtet. Das bedeutet, je mehr du gespendet hast, umso gewaltiger ist sein Schatten und die Sonne berührt dich überhaupt nicht. Wisst ihr, was das bedeutet, 50.000 Jahre unter der Sonne zu stehen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Tanu Shams, Yawm al-Qiyamah, die Sonne wird näher gebracht den Menschen am Tage der Auferstehung. Die Köpfe werden kochen wie Kochtöpfe. Die Köpfe werden kochen von dieser Hitze. Ich meine, subhanallah, schaut mal, wenn jetzt nur 50 Grad irgendwo ist, ich weiß nicht, ob ihr mal in einem heißen Land wart, in der Wüste, wirst du es schaffen, 10 Minuten unter der bloßen Sonne zu stehen? Wir reden hier über was? Über 10 Minuten, die du nicht schaffen wirst. Was ist mit 50.000 Jahren? Du stehst und du darfst nicht trinken. Du stehst und du darfst dich nicht ausruhen. Du stehst und du darfst dich nicht bewegen. 50.000 Jahre unter der Sonne. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einer Überlieferung bei Al-Hakim in Al-Mustadrak und Sheikh Al-Albani und Al-Dhahabi sagen sie, sahih, er sagte, die 50.000 Jahre Yawm al-Qiyamah werden für den Gläubigen sein, wie der Unterschied zwischen Dhuhr und Asr gibt. Allahu Akbar. Wie zwischen Dhuhr und Asr gibt in dieser Spanne. Für wen? Für den Gläubigen. Möge Allah uns unter den Gläubigen machen. Und ich wollte gerne auch As-Sabr machen, aber ich denke, dann werden wir weit über die Zeit sein. Eigentlich ist mein Ziel, dass wir immer nur 35 Minuten, maximal 40 Minuten machen, aber ich glaube, die haben wir schon erreicht. Deswegen machen wir das nächste Mal weiter. Wir gehen in der Bahre auf die Kung. Und ich sage nachher dann zu Pantler und Hindi. Asher man lehn 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 astag firuka kwa tuhu hin. Wenn es Fragen erstmal zum Thema gibt, dann bitteschön, ansonsten schade bin. Bitteschön. Bezüglich den, wenn man gibt ja im Koran drei Stufen, wie man die Frau behandeln soll, wenn sie widerspenstig ist. Und die erste ist ja mit ermahnen. Und das zweite ist, mahne sie im Ehebett. Meide sie. Meide sie im Ehebett. An sich aber, der Mann ist ja auch auf die Frau fixiert auf eine Weise. Der Mann hat auch seine Gerüste und er hat seine Frau dafür. Er hat auch nur eine Frau. Und er meidet sie im Ehebett quasi. Der Mann selber, das ist doch mehr oder weniger auch eine Strafe für ihn. Das ist doch so. Der Bruder sagt, wenn der Mann die Frau im Ehebett meidet, dann ist das doch auch eine Strafe für ihn. Schau mal, Herr Karim. Die Weisheit hinter dieser Sache ist, dass die Frau gewarnt wird. Man hat sie ermahnt, sie hat weitergemacht. Dann meidet man sie im Ehebett, sie macht weiter. Zum Schluss, man nimmt ein Siwak und sagt ihr, jetzt ist Schluss. Sie soll nur erfahren, das ist jetzt ihr Ende. Das ist damit gemeint. Na, und hier sollte der Mann stark sein. Ja, ich meine, was ist das für ein Mann, der sagt, ich bin unzufrieden mit dir, aber subhanallah, von der anderen Seite, was? Ja. Er ist intim mit dir. Es gibt eine Überlieferung bei Imam al-Bukhari, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, keiner von euch sollte zu denjenigen gehören, die ihre Frau am selben Tag schlagen und dann mit ihr in das Ehebett gehen. Es gibt solche Leute, die brauchen das. Die schlagen sich richtig. Mit Hände, mit Faust, mit Knie, mit alles. Mit Anspucken und zum Schluss siehst du sie im Ehebett. Das ist keine Beziehung, die sie haben. Ja? Das ist keine Beziehung, die gesund ist. Sondern, was soll ich dir sagen?
Tarzan und Jay. Möge Allah uns helfen. Es wird gefragt, eine Schwester hat keinen Mahram, aber möchte heiraten. Darf sie sich mit einer Person in der Öffentlichkeit treffen, wenn man nur wichtige Dinge bespricht? Wenn eine Frau keinen Mahram hat, darf sie sich mit einer Person in der Öffentlichkeit treffen, um wichtige Dinge zu besprechen. Ich sage, wenn die Frau keinen Mahram wirklich hat. Na, im Übrigen, sie soll wissen, dass ihr Vater, wenn er auch ein Kafir ist, er kann ihr Mahram sein. Er darf nicht ihr Wali sein. Aber er kann ihr Mahram sein. Oder ihr Bruder. Passt auf, unterscheidet zwischen Mahram und Wali. Er darf sie nicht verheiraten, aber er kann ihr Mahram sein. Wenn das auch nicht gegeben ist, das heißt, sie hat keine Familie, dann empfehle ich der Schwester, dass sie sich bei einer anderen Schwester, die zum Beispiel einen Ehemann hat, dass sie mit diesem Mann dorthin geht und dort kann man auch ganz anders reden. Das heißt, die Sicherheit ist gewahrt, walhamdulillah. Denn Shaitan ist listig. Wisst ihr, wie viele Leute uns angerufen haben und uns gesagt haben, ja, ich habe mich mit meiner zukünftigen Verlobten getroffen und dann ist das passiert. Aber wir sind immer die Dummen, die Strengen, ja. Wir sagen ja, keine Fitna. Warum? Weil das passieren kann. Die sagen, Abul Bara übertreibt und seinesgleichen. Und zum Schluss rufen sie dich an und sagen, wir haben Sinn an. Aber wir sind immer die Dummen. Schaut mal, subhanallah, die haben sich jetzt beide vernichtet, ja. Die dürfen jetzt auch nicht miteinander heiraten, ja. Die haben Sinn gemacht miteinander, die dürfen nicht heiraten. Bis sie richtig bereuen und dann auch noch eine Zeit auseinanderleben, dann erst könnte man darüber reden. Schaut mal, was sie sich selber zugefügt haben, subhanallah. Deswegen, ich rate der Schwester, dass sie zu einer Familie geht, das heißt muslimische Familie, und dort das Gespräch macht, weil das ist immer noch alles unter dem Dach der Sicherheit, bi'idhnillah ta'ala. Na, der Mensch ist schwach. Ich habe eine Frage zum Unterricht und zwei kleine nebenbei. Einmal, du hast kurz erwähnt, dass wieso die Christen und die Juden in die Irre gegangen sind. Hatte das eine bestimmte Quelle, also bei den Juden hast du es ja erwähnt, bei den Christen, wie war das? War das auch eine Quelle? Ja, der Prophet Sallam sagte, die Überlieferung ist bei At-Tirmidhi. Er sagte, was die Christen anbelangt, sie sind die Irre gehen, und was die Juden anbelangt, sie sind diejenigen, auf die der Zorn Allahs Azzawajal herabgekommen ist. Die Christen sind diejenigen, die gehandelt haben ohne Wissen, und die Juden sind diejenigen, die Wissen hatten, aber nicht danach gehandelt haben, und die Muslime sind diejenigen, die handeln, die Wissen haben und auch danach handeln. Wallahu ta'ala. Barakallahu fik. Einmal, du hast im Unterricht erwähnt, wer als erstes in den Grab gelegt wird, das ist ja der mit dem meisten Koran hat. Wo war der Hadith? Der Hadith bezüglich, dass man diejenigen in den Grab legen kann, wer als erstes Koran gelesen, wer am meisten vom Koran, es gibt verschiedene Überlieferungen. Es gibt verschiedene Überlieferungen diesbezüglich. Der Prophet s.a.w. hat das mit den Gefährten gemacht, die in Uhud gestorben sind, am Tage von Uhud. So hat er Hamza radiallahu anhu und andere mehrere in das Grab gelegt. Und diejenigen, die Koran am meisten konnten, werden zuerst hereingelegt. Aber passt auf, das ist eine Sache, man darf sie machen. Aber man darf sie nicht machen, wenn es eine andere Möglichkeit gibt. Weil an diesem Tag, was war die Frage an den Propheten sallallahu alaihi wa sallam? Ja, Rasulallah, es wird zu schwer für uns, für jeden Einzelnen ein Grab zu schaufeln. Daraufhin hat er es erlaubt. Das heißt, es ist erlaubt, aber unter diesem Umstand. Kann sein, dass ich das letzte Mal nicht so klar gemacht habe. Aber auf jeden Fall, es ist erlaubt, aber unter diesem Umstand. Das heißt aber nicht, dass man einfach so die Leute zusammen in ein Grab legt, ohne dass es eine Notwendigkeit dafür gibt. Jetzt zum Beispiel, ein Mann und eine Frau sagen, wir möchten dann im Grab zusammen auch bleiben, einfach so ohne Notwendigkeit, nein. Gibt es eine Notwendigkeit, kann man sie reinlegen. Aber wenn es keine Notwendigkeit gibt, dann legt man nicht mehrere Leute in ein Grab herein. Wallahu ta'ala alam. Mafhum? Wo war der Hadith? Der Hadith war, wenn ich mich nicht, kann ich dir gleich geben, die Quelle, inshallah. Wie wird der Koran erklärt? Wie wird der Koran erklärt? Der Koran wird auf fünf Weisen erklärt. Der Koran erklärt den Koran, die Sunna erklärt den Koran, die Sahaba erklären den Koran und die Tabi'in erklären den Koran und zum Schluss die arabische Sprache. So wird der Koran erklärt. Wallahu ta'ala ala wa an. Natürlich, auch die Tafsir-Gelehrten hatten unterschiedliche Herangehensweisen bei der Erklärung des Korans. Wallahu ta'ala ala wa an. Während manche sich mehr auf die sprachliche Seite fixiert haben, haben manche mehr das von der Seite der Überlieferung erklärt. Wallahu ta'ala ala wa an. Das ist das allgemeine bekannteste. Na.
wird gefragt, ist es ein gutes Zeichen, wenn jemand an einem Freitag stirbt? Ist das ein gutes Zeichen, wenn jemand an einem Freitag stirbt? Es gibt eine Überlieferung bei Imam Ahmad. Wenn sie authentisch ist, dann ja. Und diese Überlieferung ist stark umstritten unter den Gelehrten. In dieser Überlieferung heißt es, der Muslim, der am Freitag stirbt, wird vor der Strafe im Grab bewahrt. Diese Überlieferung ist umstritten unter den Hadith-Gelehrten. Wallahu ta'ala ala wa. Am Anfang, dass die, also beim Sicher, bei den Sufis zum Beispiel, die ziehen sich, weil sie den Sicher ja falsch machen, die ziehen sich den Zorn über Zorn zu. Und was ist mit denjenigen zum Beispiel, der jetzt mit guter Absicht, er weiß es ja, er kennt ja noch nicht den richtigen Weg, sag ich mal, oder den richtigen Sicher. Und er mit guter Absicht daran geht und ja, bei denen gelandet ist. Und ja, oder so. Ja. Und, ich habe verstanden. Der Bruder fragt, wenn jemand jetzt nicht so viel Wissen hat, kann genau, der Zorn Unwissenheit, auf Unwissenheit davor schützt, sozusagen. Kann der Zorn Allahs, Azzawajal, wird er hier in jedem Fall über ihn ergehen? Allgemein, wir reden immer allgemein. Ja. Allgemein ist es so, dass derjenige, der eine Bid'ah macht, bei Allah subhanahu wa ta'ala etwas zu erwarten hat. Ob Allah Azzawajal ihn entschuldigt, das ist die Sache von Allah Azzawajal, subhanahu wa ta'ala. Gibt es Leute, die entschuldigt sein werden? Natürlich. Leute, die nicht die Möglichkeit hatten, an Wissen zu gelangen. Aber wer die Möglichkeit hatte, an Wissen zu gelangen, aber er lernt nicht, er will nicht seine Religion lernen, bei dem sieht es anders aus, wallahu ta'ala ala. Wow. Ich meine, als Schüler hat man doch Sport in der Schule, wenn man nur mit Jungs hat. Also kann man dann auch so einen Short tragen, was über den Knie? Also der Bruder sagt, wo ist die Aura bei einem Mann, wenn man jetzt im Sportunterricht ist? Wie ist das, wenn man nur mit Jungs zusammen Sport macht? Die Aura von einem Mann ist von Bauchnabel bis Knie. Bauchnabel bis zum Knie. Wenn du das bedeckst, dann Alhamdulillah bleiben. Ja, dann ist das ausreichend. Natürlich, bei manchen Gelehrten sind die Oberschenkel keine Aura, aber eigentlich die Beweise sprechen gegen sie. Wallahu ta'ala. Na. Ein Bruder fragt, also er schreibt seit Monaten mit einer Schwester und weiß, dass es auch Haram ist. Sie haben das unterlassen für mehrere Zeit, aber schreiben sich immer wieder, er weiß nicht, wie er davon loskommen soll. Ein Bruder schreibt mit einer Schwester und er weiß, dass dieses verboten ist, aber sie kommen nicht weg von dieser Sache. Ich frage den Bruder nur eine Frage. Was würdest du davon halten, wenn deine Schwester das macht? Oder wenn deine Tochter das macht? Wärst du zufrieden damit? Wenn du sagst, ja, wallahi, dann hast du keine Eifersucht. Möge Allah Azzawajal uns bewahren. Und zweitens, wenn du weißt, das geht nicht, dann lösche alles von ihr. Subhanallah, wenn du nicht ihre Nummer hast und wenn du nicht ihre E-Mail hast und diese ganzen Sachen, dann Alhamdulillah, dann kommst du weg. Außer du hast ein zweites Telefon, wo du auch alles eingesprochen hast. Zumindest versuche, diese gesamten Daten, die du von ihr hast, zu löschen, so dass du auch nicht mehr mit ihr schreiben kannst. Und wo ist das Problem? Wenn man sie heiraten möchte, dann geht man zu ihr nach Hause und bittet den Vater um die Hand dieser Tochter. Wo ist das Problem? Ein Mann sollte ein Mann sein. Ein Mann sollte ein Mann sein. Wenn er eine heiraten will, dann geht er zu ihr nach Hause und fragt um Erlaubnis dem Vater. Wo ist das Problem? Wallah, ich verstehe nicht, wo das Problem ist. Aber subhanallah, diese Geheimnistuerei und dieses Haram, was sie machen werden, Allah wird das nicht segnen, was zwischen euch ist, bis ihr von dem ablässt, was ihr macht. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Und ich kenne sehr viele, die so miteinander angefangen haben, wallahi, ihre Ehen wurden zerstört von Allah azza wa jalla. Sie hatten keine Baraka, keinen Segen in der Ehe, weil sie mit Haram die gesamte Zeit angefangen haben. Na'am. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Inshallah haben wir dann morgen Unterricht. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Subhanallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant.